Ja, hallo Freunde! Horus ist noch immer in das Amt gebannt. Wir sind wieder da im nächsten Teil. Ja, und ich habe etwas rausgefunden. Schuld. Ich habe noch mal ein wenig ausprobiert, je nachdem ich vorhin aufgenommen habe. Und Osiris kann uns weiterhelfen, denn ihr erinnert euch, dass Asid also ihm gesagt hat, nicht, was Seta macht. Säge mit E geschrieben. Also Säge. Und hört sich fast so an. Seht, genau. Und er war ja auch das, was hier mit Thors Schlüssel passiert ist. Wenn wir das jetzt ihm geben... Das ist ja die Säge. Wie? Was? Wo kommt die denn her? Aber wo ist der Beweis, dass Seth seine Finger im Spiel hatte? Jemand hat Show-Säge draufgeschrieben, mit E. Nur Seth schreibt Säge mit E. Also hat er die Sägen ausgetauscht. Aber wie soll Seth in die Requisitenkammer gelangt sein? Mit dem Schlüssel von Thor. Er hatte den Schlüssel von Thor gestohlen. Wie ich es euch immer gesagt habe, ich war unschuldig. Seht was? Es ist bewiesen. Du hast mich absichtlich zersägt. Ja. Ja, ich habe es absichtlich getan. Aber du hattest es verdient. Isis hat dich immer mehr geliebt als mich. Der steht Meine hinter dir. Rache wird fürchterlich sein. Komm her! Ich mache Götterspeise aus dir! Komm steht, her! Steht hinter dir! Oh nein! Hey! Was ist jetzt mit meinem Sieg? Seth ist also ein Betrüger. Jemand muss ihn aufhalten, bevor er ganz Luxor vernichtet. Luxor ist aber schon ziemlich matsch. Ich würde sagen, ihr solltet das Problem lösen. Schließlich habt ihr den Kampf der Götter gewonnen. Jetzt zeigt mal, was ihr drauf habt. Was sollen wir denn tun? Geht hinab und bannt Seth. Bannt ihn in einen göttlichen Gegenstand. So wie wir es damals mit dem Ankh gemacht haben. Ich kann nur sagen, das ist aber eine wirklich gemeine Strafe. Also, worauf warten wir noch? Nun denn, ich schicke euch hinab. So, na toll. Wieder nach Luxor. Aha. Naja, ich bin gespannt. Hoppla! Hier sieht's aber aus. Und wie soll ich das machen, Schlaumeier? Was? Wieso bin ich denn jetzt Tara? Er ist schuld. Tara, sag's ihm. Ihr seid ja eine tolle Hilfe. Asil ist schuld. Er schiebt mir alles in die Schuhe. Na klar. Wer ist denn hier der neue Herrscher über Ägypten? Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen. Toll. Achso, Moment mal. Hier war doch die Herrentoilette, oder? Was haben wir da? Erfüllt wohl auch nicht mehr seinen Zweck. Mitgenommen. Ah, okay. Eine offene Toilette. Hallo? Egal, was da draußen los ist. Diesmal lese ich mein Buch zu Ende. Nein. Hier draußen geht aber gerade die Welt unter. Selbst wenn die Welt untergeht. Ha! Und jetzt verschwinde. Was? Hallo? Egal, was da draußen los ist. Diesmal lese ich mein Buch zu Ende. Wie heißt das Buch? Die unendliche Geschichte. Und jetzt verschwinde. Ah, schade. Okay. Was können wir hier mit dem Mülleimer? Ein leerer und ramponierter Mülleimer. Okay. Aua! Du hast mich gebissen. Die Fische da drin haben sich auch versteckt. Das Ende einer glanzvollen heiligen Stätte, obwohl... Was? So heilig kam sie mir dann auch wieder nicht vor. Das Ende einer glanzvollen heiligen Stätte, obwohl... So heilig, tja... Wie, tja, was ist das denn? Ein Spielfehler. Tja, das Ende einer glanzvollen okay. heiligen Stätte, obwohl... Okay. So heilig kam sie mir dann auch wieder nicht vor. Hier können wir auch nicht hin. Doch, da können wir wohl hin. Felsspalte. Abgestürzt. Wie symbolisch.
Priesterstab. Ein Priesterstab, der die Statue stürzt. Katzenstatue. Die Katzenstatuen haben Seths Füße nicht besonders gut überstanden. Die kaputte Statue der Hohepriesterin. Okay. Ja? Können wir da hoch? Ja, können da wir. Da komme ich nicht hin. Nein, können wir nicht. Da komme ich nicht hin. Scheiß. Du bist der launischste Herrscher, den ich mir vorstellen kann. Also müssen wir hier irgendwas machen, richtig? Was haben wir eben hier gekriegt? Die Brausestange. Was können wir mit der Brausestange machen? Ein besonders kraftvolles Brausestäbchen. Ich da? Sollte es anders versuchen. Nein. Da? Brausestäbchen sind der letzte Schrei in Verbindung mit Wodka. Aber doch nicht damit. Ach nee, Moment mal. Vielleicht... Hä? Was ist denn jetzt los? Hallo? Hallo? Freunde? Hallo? Oh nein. Das darf nicht wahr sein. Ein Spielfehler. Ah. Freunde, nein. Ah. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde. Wieder da. Ja, was das eben sollte, weiß ich nicht. Ja, und ich bin auch schon weiter. Schaut euch das an. Das passt, aber etwas fehlt noch. Genau, nämlich die Brausestange. Ich bin nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. So. Jetzt haben wir nämlich hier die Möglichkeit, hochzukommen. Na, komm schon. Ah, Mann! So. Ein ehemaliger Spieltisch. Da sind die. Was soll ich jetzt hier machen? Ein ehemaliger Spieltisch. Ein ehemaliger Spieltisch. Ja, super. Kriege ich ja auch mal eine Nahaufnahme. Ich muss ihn in einen heiligen Gegenstand verbannen. Osiris, er ist sehr groß und sehr wütend. Tja, und was hat das mit diesem Löffel auf sich? Was? Da ist der Löffel! Etwas größer als sonst und an einem Ende in den Steinen eingekeilt. Etwas größer als sonst und an einem Ende in den Steinen eingekeilt. Moment mal, das ist doch ein heiliges... von Thor, genau. Und wenn man komm schnell hoch! Wenn wir das auf den schmeißen, das ist ein heiliger Gegenstand. Lass uns springen! Das war's. Wie? Noch ein Gott, der in einen Gegenstand verbannt wurde. Hoffentlich erhält er keinen Träger, dem er auf die Nerven gehen kann. Oh Mann, das war ein Abenteuer. Ob das Ankh wohl ein gerechter und gütiger Herrscher sein wird? Vielleicht hat es ja aus der ganzen Sache wirklich was gelernt. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall kann man sagen, wie schön, dass wir Luxor gerade noch mal retten konnten. Asil? Ja? Wie wäre es, wenn wir zurück nach Kairo gehen und uns dort ein neues Häuschen suchen? Vielleicht aber diesmal in einer weniger gefährlichen Gegend als einem Vorort für Beamte und Steuerberater. Auf jeden Fall. Kinder? Drei. Mindestens.
Und eins nenne ich an. Asyl? Kleiner Scherz. Da ist die Mumie. Tja, Freunde. Das war mein Let's Play. Ankh 3 ist zu Ende. Komisches Ende. Ich hätte jetzt auch irgendwie erwartet, dass das Ankh jetzt auch irgendwie befreit wird oder so. Und was sie jetzt vielleicht auch nochmal sehen. So in Menschenform. Aber nun gut, das soll wohl nicht so sein. Ja, mein Fazit zum Spiel. Wieder ein hervorragender Ankh-Teil. Leider auch der letzte, denn Ankh 4 ist mir noch nicht bekannt, dass es das gibt. Ist auf jeden Fall kaufenswert. Die ganze Ankh-Reihe ist sehr zu empfehlen. Und ja, ich freue mich, dass ich sie jetzt endlich auch Let's Played habe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und auch dieser Let's Play-Teil, ja, dass er euch gefallen hat. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, bei allen Kommentierer. Ja, wie gesagt, ich bin ja gerade ein wenig abgelenkt, weil... Na, egal. Ja, wie gesagt, ich hoffe, vielleicht irgendwann kommt ein Ankh 4. Ich glaube es zwar nicht, aber wenn, werde ich ihn auf jeden Fall let's playen. Ich werde jetzt abgeben an den Abspann und hoffe, dass wir uns wiedersehen im nächsten Let's Play. Ich werde jetzt noch ein bisschen Baphomets Fluch 4 let's playen. Ja, und ich werde mal schauen, weil ich mir die Special Edition auch gekauft habe, was da noch so an Bonusmaterial drauf ist. Und wenn ich etwas Nützliches dort finde, werde ich es euch natürlich auch zur Verfügung stellen. Dann als Bonusmaterial auch für euch. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder, das ist gewiss. Ja, lasst euch einfach überraschen, was noch kommt. 2011 wird ein sehr ereignisreiches Jahr bei mir. Und ja, ein paar Überraschungen habe ich auch noch im Gepäck. Also, ich verabschiede mich jetzt. Bis dahin, NRWB 18, adieu. Und hiermit ernennen wir das Ankh offiziell zum nächsten Herrscher über Ägypten. Bravo. Wie lange braucht ihr denn jetzt noch mit dieser Rückverwandlung? Och, weißt du, da müssen wir noch ein paar Nachforschungen anstellen. Na gut, aber lieber früher als später. Klar. So lange darfst du auf diesem weichen Kissen Platz nehmen und es dir gut gehen lassen. Wir überlegen uns inzwischen, wie wir diesem Asyl und seiner netten Begleiterin etwas Gutes tun können. Nette Begleiterin? Naja, ich will euch da mal nicht reinreden. Noch nicht. So, dann werde ich mir mal ein paar neue Gesetze einfallen lassen. Wie wäre es mit, es ist in ganz Ägypten verboten, eine Säge zu erwerben, verkaufen und auch nur zu benutzen? Hey, Moment mal! Lass mich los! Ich bin kein Flaschenöffner!